Ich erkläre euch heute die Regeln. Achtung, Sir. Dabei geht es darum, dass Charaktermodelle, die einen Schutz von einer Einheit genießen, nicht beschossen werden können. Das Charaktermodell zum Beispiel steht innerhalb von 3 Zoll um eine Einheit mit mehr als 3 Modellen und kann deshalb von diesem Marine mit seinem Melter nicht beschossen werden. Gleiches gilt zum Beispiel, wenn ihr ein Fahrzeug habt und das Charaktermodell innerhalb von 3 Zoll um das Fahrzeug steht. Worauf ihr achten müsst, ist, wenn ihr nur noch 2 Modelle habt, die am Charaktermodell stehen, die keine Sonderregel besitzen, darf der Rote im Moment auf das Charaktermodell gezielt schießen. Was gibt es noch? Den gleichen Chips würden Monster bieten. Ich nehme jetzt mal die Dreadnought hier, weil auch diese Dreadnought bietet Schutz. Die zählt auch als Fahrzeug. Und bei Monstern genau das gleiche. Wenn das Monster über 9 Lebenspunkte hat, bietet es auch Schutz für den Charakter. Es muss sich innerhalb von 3 Zoll bewegen. Dazu gilt aber auch noch, das Charaktermodell muss weiter weg sein als die zu schießende Einheit. Wenn das Charaktermodell jetzt davor steht, ist es die nächste Einheit. Wenn dort keine andere Einheit mehr, zum Beispiel durch diese Figur steht, darf der Rote auf das Charaktermodell schießen. Das war's mit der Lookout, Sir.